aufpassen, was man so rum erzählt. Guck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 1 mit Little Hero. So, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Nochmal zu versuchen nachzugucken. Ich habe auch mal ein Video von Koga reingesehen. Grüße an Koga gehen raus, falls du hier reinsiehst. Er hatte das bei Bartolo, hat er das gekauft. So. Das heißt, bei ihm komme ich da an der Stelle nicht weiter, weil ich war gerade offscreen mal bei Bartolo. Der hat hier kein Bluterb. So. Das ist der Witz. So. Es könnte natürlich auch sein. Das würde ich der Mod tatsächlich auch noch zutrauen. Dass wir das erstmal ab einem bestimmten Kapitel bei ihm kaufen können. So, dass wir das noch nicht sofort kaufen können. Also. Alter! Er kreuzt das. Alter! Hört doch mal auf, so eine Scheiße in die Mods einzubauen. Ganz ehrlich. Ich weiß doch nicht, welches Bett hier welches ist. Steht der Name dran? So. Hey! Hey du! Hast du jetzt wieder ein Problem mit mir? Ja. Wir warten mal, bis der hier an seiner Position ist. Ob der wieder hier rumeiert. Das hätte er. So. Nee. Wir sehen uns. Okay. Wir können ja mal zu Bartolo mal kurz gehen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt, während die Aufnahme läuft, anders ist. So, deswegen, was kann ich für dich tun? Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt gleich zu den Feuer- und Wassermagern gehen und versuchen, das nächste Kapitel hier zu erreichen, in der Hoffnung, dass, wenn das nächste Kapitel hier durch ist, das Problem ist bloß, das nächste Kapitel ist doch dann Kapitel 4, oder? Wir sind ja schon. Ich glaube, im nächsten Kapitel ist das Lager hier dicht. Das ist das Problem. Da kommen wir doch an Bartolo auch nicht mehr ran. Alles klar bei dir? Weil wir sind doch schon im dritten Kapitel hier, Artefakte von Walder Macht. Selbst ist er da nicht drauf gegangen. Hat er das Kapitel umgeschalten nach der Anrufung? Ja, das hat er. Weil normalerweise schaltet ja an der Stelle das Kapitel um. Hallo. War das hier so? Ich hab das gerade gar nicht in Erinnerung. Lass uns lieber über was anderes. Ich habe kaum. Warte mal, steht das hier irgendwo, welches Kapitel wir sind? Weil es gab ja schon Fälle hier im Mods, da hat das Kapitel erst später umgeschalten. So. Da haben wir das irgendwo bei den Speierplätzen. Das habe ich noch nie wirklich rausgefunden oder mir nie wirklich gemerkt, wo hier eigentlich das Kapitel steht. Welche, was wir gerade spielen. CP6 ist Lot. Wo hatten wir das Kapitel stehen, sag mal? Er hat auf die falschen Leute. Halt, keine Ahnung. Weiß es nicht. So. Hallo. Wir lassen uns mal die Fokussuche hier aufschwatzen, würde ich sagen. So, da gehen wir ins neue Lager. Wassermagier. Also wir sind hier viel zu unterpowered, das muss ich wirklich sagen. Warum stört? Halt dein Maul, auf zu quaken. Aber wichtig, was könnte schon so, so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Na, weißt du wohl. Ich halte die Nachricht, dass Iberion, der Anführer des Sektenlagers, tot ist, für sehr wichtig, mein Freund. Und ich weiß, dass Daturas mir zustimmt. Das weißt du aber nicht. Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Ja. Was? Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Jo. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Natürlich nicht. Das werde ich ihm so mitteilen, dass du das Warum gesagt hast. Störst du dich? Hör auf zu quaken, Mann. So. Aber was noch viel wichtiger ist, mein Freund.
Kor Kalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her. Er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Genau. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Warum störst du die? Ja, jetzt geht das wieder los. Stehen bleiben! Warum? Mann! Die Guruschaft. Sie halten. Alter, das ist doch bescheuert. So, warte. Das laden wir neu. Weiß nicht, was das für ein Bug ist, dass er jedes Mal da weiter trampelt. So. So. Jetzt bleib doch mal stehen, du Lump! Hey! Warum? Ja. Bla 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 bla. Die ersten beiden hier, warte mal. Hier. Aber. So. Warum? Ich bin. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Warum? Ja, jetzt können wir das machen. So, hier. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Das wird sich, nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an. Aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Ich dachte, das ja. Ruhig, Junge. So fast den ganzen Tag, um genau zu sein. Ein Magier braucht keinen Schlaf, hä? So. Eine Fokussuche. La 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 la. So. So, mein Freund, Saturas. Kronos ist der Meinung, dass es nicht so wichtig ist, dir mitzuteilen, dass Iberion tot ist. Hm. Ja, wo kriegen wir hier das Bluterz jetzt her, sag mal? Ich meine, Okora hier, als ich in der Folge gesehen habe, er war auf der Fokussuche gerade. Und da hat er das Bluterz dort gehabt. Vielleicht müssen wir auch erst auf der Fokussuche sein. Was denn? Niemand darf ohne Parole passieren. Diego schickt mich. Es lebe Okora. Tetri da noch. So, sollen wir den Witz nochmal machen und das falsch sagen? Ja. Die Parole lautet Tetrian doch. Das stimmt. Du kannst passieren. Genau, ja. Und wenn nicht, dann gibt's aufs Maul. Waffe, wer? Ja, ihr habt einen anderen aufs Maul gehauen. Warum nicht dir auch? Da! Da! Jo, nochmal speichern. Saturas! Ja, Saturas! So, ich stelle mich natürlich ins Pentagramm, damit er natürlich weiß, dass ich hier eine Respektsperson bin. Also, so, Meister. Hey! Hallo! Oh, Junge! Warum braucht ihr erst schlagende Argumente, sage mal? So, hier. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn wir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen dann, es in der Tat wichtige Nachrichten sein. So, hier. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten. Sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Kor Kalom? Ja! Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist.
Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Genau. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz vor dem Leben gerettet hatte. Ungläubiger! Korkalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen konnte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. So ein Schwein. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Anga ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Genau. Ich hab diesen Almanach hier gefunden. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle 5 der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Nein, nochmal. Jo, ich werde den Almanach an mich nehmen. Das ist meiner. Meins. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Nein! Richtig. Doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Ja. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Wie war es bei Gothic Sequel dann? Ah, ich wurde von dem magischen Blitz getroffen, von der Barriere. Oh, du hast gesagt, für Menschen besteht keine Gefahr. Du bist doch am Leben, oder? Ja, am Leben und ein Krüppel, danke. Hier. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die 4 restlichen Fokussteine. Dann hol sie dir. Normalerweise befindet sich kein einziger dieser 4 magischen Steine in unserem Besitz. Ich kann nur immer wieder sagen, als ich das erste Mal das Ding gespielt habe und ich so gefreut die Frage hier kam, was machst du damit, war mir klar, dass ich die Antwort nichts bekomme und dass ich die anderen 4 auch noch suchen muss. Jo. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Ja. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärst ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in das Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Jo. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Jo. Ich denke, wir sollten Herrin Henkel lieber die Arbeit hier überlassen, oder? So, hier. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Und knallhart wieder mitgesprochen. Jawohl. So, erst Einsicht zeigen, aber keine Besserung. So sind wir gestrickt, Leute. Ja, das machen wir. Eigentlich auch nicht. Ja. So. Bist du Riordian? Bin ich bereit für den Kreis des Wassers? Bin ich bereit für den Kreis des Wassers? Ja. Werde einer unserer Söldner. Ich bin Maya. So. Vor allem für diesen, weil es für seinen Feind später gibt's eine Rune. Für mich gibt's nur eine Spruchrolle. Deine Feinde sind die Feuermagier. Achso, ich bin ja auch Feuermagier. Ich bin stolz, ein Feuermagier zu sein. Da kann ich nämlich endlich auch sagen: Rede mit mir, aber nicht ohne eine Beerbittung seines Gottes gegenüber. So, schlagende Argumente müssen wieder treffen.
Was ist das denn? Du sollst dich mit dem quaken! Junge! Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Alter, der hat Kotzenjanja. Hey! Kluge Entscheidung. Ja. Hey du, vergessen wir unsere Meinungsverschiedenheit. Nein! Das war nicht besonders schlau. Satoras schicken. Ja. Komm näher, ich bin bereits informiert. Ach was? Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. So. Zeig. Oh, der 305 Erz, die aber nicht mit mir teilt. So, syrianisches Öl. Damit reiben wir uns ein und rutschen dann über. So, Elixier der heilende Kraft. So, wir bräuchten langsam mal die hohe Robe, aber ich weiß nicht, was die kostet. Ja, wenn du meinst. So. So, was haben wir? New. Regeneriert voll Mana vollständig. Ich bräuchte mal hier so Tränke, wo wir mehr Mana kriegen, Mensch. Was ist denn das hier? Essenz der Stärke. Saufen wir aus. So. Oh. Das schmeckt wie Schnaps im Winter. Ja, mit seinem komischen Rezept, was der eine hier haben will, ich habe keine Ahnung, wo das ist. No. Wie lange sind wir eigentlich? 16 Uhr. Nee, Quatsch, 16 Stunden. Nee, auch nicht. 16 Minuten. Das dritte Antwort ist die richtige. So, jetzt sind wir auf der Fokussuche. So, jetzt gucken wir mal im alten Lager, ob der jetzt das Bluterz hat. So. Kollege Cora wollte ja unbedingt Feuersturm haben. Halt dein Maul. Ja, wer sagt denn das überhaupt? Hör besser auf meinen Rat und steck die Magie weg. Das ist ein Teleportzauber, du Affe! Auch noch der falsche. Dumpflager, Feuermagier hier. Hä? Milton? Milton? Du siehst aber komisch aus. Was hast du denn deine Haare gelassen? Und deine Robe? Der sieht irgendwie so komisch aus, der Milton. Ja. Machst du Witze? Hallo. Frag das doch mal Taurus. Werde ich, wenn du gelogen hast, bist du tot. So, Meister. Hast du jetzt was für mich? Tauschen? Der hat das immer noch nicht. Wieso war das bei ihm damals? Das war vor zwei Jahren. Könnt ihr mir denken, dass die jetzt schon wieder an dem Ding rumgebastelt haben, an dem Spiel? An der Definitive Edition und jetzt das keiner hat. Ich weiß einfach nicht, wo ich dieses Bluterz herkriege. Ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Die Frage ist, wo kriege ich das gesagt oder so? Wo finde ich das? Ich habe keine Lust, mich 3 Tage hier durch irgendwelche Foren zu wühlen. So, muss ich auch sagen. Ich hätte ja sagen können, dass sie das irgendjemand anders hier gegeben haben jetzt. Aber das hat ja irgendwie niemals zu verkaufen. So. Ich möchte. Quatsch. Wir kommen doch kaufen in den Sinn. Ich wüsste nicht, wo ich das sonst herkriegen soll. Ja, warte mal. Was hat er mehr? Teleport. Haben wir noch ein paar Waffen, die wir verkaufen können hier. Aber die haben keinen Erz mehr. Ich will die mindestens die hohe Robe auch mal mit haben. Der hat. Freund. Jo. Der hat das ja auch nicht hier. So. Für Gomez. Das sieht aus. Komm mal runter, Kleiner. So. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Jo. Das sieht aus. Lass mich mal durch. Oh, Junge. Stone. Ja. Na gut, dann machen wir die Fokussuche. Da würde ich sagen, wir gehen erstmal ins neue Lager zurück. Wo haben wir? Nee, Mana saufen.
Ja. Aber wenn du meinst. So. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage wieder. Wenn ich jetzt hier oben rausgehe, und um zum Stonehenge zu gehen, wie ich das ja in meinem normalen Lauf hier immer mache. Ich gehe ja immer die Runde ab Stonehenge, Felsenfestung, Klosterruine und dann Trollschlucht. So, warum mache ich das? Weil das am meisten Sinn ergibt. Dass wir, wichtig ist, bei diesem Sinn ergibt, ist der größte Sinn natürlich, dass wir erst in die Klosterruine gehen, dem jungen Troll begegnen und also auch Sinn macht, dass der Held so verwirrt ist, also ein Ding zu sehen, bevor er das Ding in der Trollschlucht sieht. So, ansonsten ist mir das zu unlogisch, dass der beim Diego einen großen Troll zuerst sieht und dann verwundert ist bei Gorn. Ne, deswegen mache ich immer die Runde. Bietet sich eigentlich auch an, weil so können wir hier auch die Wege abgehen, Monster abgrasen und so weiter. So. Ja, die Frage ist, inwiefern gelingt uns das jetzt hier mit dem Monster abgrasen? Ja. Warte mal. Ich will gucken, ob die hier einen Schmied haben. Hatten die hier irgendwo den Schmied hingepackt? Wenn, dann spätestens hinten in der freien Mine, glaube ich, war ein Schmied, oder? Ob der sowas vielleicht hat? Ich weiß es nicht. Ja, flutzen mal fix hin. Ja, aber da würde ich sagen, beginnen wir die Fokussuche, da suche er dann direkt in der nächsten Folge. Jo. In der nächsten Folge. Da gucken wir hier nochmal hinten bei deiner freien Mine, ob da noch irgendwas zu holen ist. In Richtung Bluterz. Hier können wir uns jederzeit fortteleportieren. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Den Weg brauchen wir ja nicht zweimal gehen. Weil bei der Dingsehe, bei Dunkle Geheimnisse, da hat die den Schmied drüben hingestellt, wo der Dammlurker ist. So, weil ich müsste ja auch mal wissen, ob wir vorher in der Definitive Edition hier noch die Möglichkeit bekommen, in die Mine zu kommen. Weil ich habe da gelesen, in der Definitive Edition soll ja auch was in der freien Mine zu machen sein. Wieso haben sie mal da reingecheatet? Und ich dachte ja, das ist wie im Original, dass im Original auch vorher schon die Gardisten da unten drin stehen. Bevor wir überhaupt Kapitel 4 angekommen sind. Oder 3 oder 4. 4. Aber hier standen ja alles voller Söldner da unten drin. Jo. So, ich denke mal, ich werde das auch dann bei der Folge heute belassen hier. Also, ich meine, dass ich jetzt erstmal nur die Folge hier aufnehme. Ich würde mich tatsächlich immer mit, wer das jetzt gespielt hat, mit den Kollegen hier, mal gucken, ob wir das rauskriegen können, wo wir das Bluterz hier finden. Ja. Ein paar Kollegen haben wir ja an der Hand. Was denn? Kein Schritt weiter. Was denn? Gommes Leute haben hier nichts zu suchen. Geh. Solange du noch kannst. Der will mir ja frech kommen. Ich dann geh mal. So. Ich bin auf dich nicht angewiesen. So. Also such dir ein Tor oder sowas, wo ich rechts und links nicht vorbeikomme. Das ist genauso wie bei Elix 2. Da gibt es auch so eine Straße. Rechts und links Berge und was ist? Sind ja keine Berge. Wir können ja ganz bequem langlaufen. So, die stehen unten auf der Straße und wollen uns Wegzoll abknüpfen. Wegzoll, Wegelagerer. Bei Gothic 2, der altbekannte Wegelagerer da hier. Wenn du nicht willst, dass ich die Fresse poliere und so weiter, da war die Brücke. Du kommst an dem Kerl nicht vorbei, ohne ihn zu bezahlen oder zu vermöbeln. So, aber dort bei Elix, das ist eine weite Straße, du hast rechts und links überall Platz. Ganz bequem können wir da überall langlaufen. Da wollen die Wegzoll haben. Ja, Piranha Bytes, ihr habt euch sehr verschlechtert, muss ich sagen. Ja. Wo war jetzt, wir suchen den Schmied. Wir suchen hier, da drüben sieht es nach Schmiede aus. Warum sollte ich die Erlaubnis gegeben, in die Mine zu gehen? Ich kenne die ja nicht einmal. Nö. No. Hast du vielleicht Bluterz für mich? Darbar. Das Blöde ist, wenn ich den jetzt anhaue,
Hier, mein schlagendes Argument, damit der mit mir redet. Dann greifen die mich alle an, oder? Wir probieren das einfach mal. Keine Zeit. Ich muss noch was erledigen. Ey! Ich will mit dir reden! Ich wollte nur mit dem reden, Mann! Ja, Blödkäppe hier. Ja, kurz mir an die Affen. Ehrlich. Ja, wie lange haben wir? Du sollst mit mir reden, Mann! Du mach doch mal! Junge! Hey! Hey, du! Oh, es ist... Nee! Kostet dich aber eine kleine... Ich will doch nichts lernen von dir, ich will was kaufen! Mach's gut. Mach's besser. Warte mal. Abschmelzer. Schmelzofen. Warum fummelst du auch an Sachen rum, die dir nicht gehören? Dunkelerz. Langrohreisen kostet 50. Talent schmieden nicht ausreichend. Das ist blöd, dass sie mich direkt angreifen, wenn ich auch nur irgendwas anfasse. Kann ja froh sein, dass ihr mich eure Luft atmen lasst. So. Nee, keine Ahnung. Wir begeben uns jetzt die letzten paar Minuten hier in Stellung, dass wir hier dass der Trauhüter des Erzes kein Bluterz für mich hat. Das ist eigentlich sehr traurig. Ja. Ich muss das. Das hemmt mich jetzt so in meiner Spielweise ganz ehrlich mit dem Bluterz. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ja. Ich sag's immer wieder, wenn ich jetzt zu doof bin, hier um irgendwas zu schaffen, dann zu kämpfen oder was weiß ich, dann ist das halt so. So. Aber wenn wir hier solche Sachen hier in den Weg gelegt kriegen, dass wir für unsere Gilde uns nicht ausreichend aufbauen können, weil uns dieses Equipment dazu fehlt, wo wir noch nicht mal gesagt kriegen, wo wir das überhaupt herkriegen. Weil wenn ich das weiß, kann ich damit arbeiten. Selbst wenn es im Obgebiet liegen würde, unter Zarnas Turm oder irgendwo, dann wüsste ich es zumindest. Da könnte ich sagen, aha, so, ja, das kann ich ja noch nicht mal. Ich weiß es eben nicht. Ja. Ich kann nicht mit Wissen arbeiten, was ich hier nicht habe. Was mir fehlt. Scheiße, wir hätten nochmal pennen gehen sollen. Es wird bald wieder dunkel. Wir gehen nochmal hoch pennen. Ja. Na komm. Noch sind wir hier, noch können wir das machen. Aber wie gesagt, im nächsten Kapitel mit Bartolo, das ist ja wie gesagt Plunder, weil die sind ja dann schon feindlich auf mich. Mann, wie kriegt man den Scheiß denn her, Mann? Bartolo, gibt's hier irgendwo ein Bartolo-Gegenstück hier? Da hätten wir einen anderen dort anhauen können, aber Bartolo, ich weiß nicht, wer im alten Lager jetzt noch unbedingt handeln sollte. Wer jetzt noch Handelsmenü hat. Wie gesagt, ich muss das irgendwie rauskriegen, offscreen hier. Ich werde euch dann auch natürlich, wenn ich das rausgefunden habe, auch mal mitteilen, wo ich das rausgefunden habe. Ich lasse euch da nicht im Regen stehen, da braucht ihr keine Angst haben. Weil, wenn wir hier schon eine Nummer machen, also eine Show machen, dann sollt ihr auch da ein bisschen davon profitieren, wie ich das rausgefunden habe. Weil ich brauche nicht mich hier mit Federn schmücken, die mir nicht mehr gehören. Dass ich so jetzt sage, ich habe das ganz allein rausgefunden und am Ende ist es nicht so. No. Bei mir soll sich niemand irgendwo verarscht fühlen. So, keine Sorge, Leute. Das kriegen wir schon hin. Ja. So, jetzt begeben wir uns. Wir gehen vor das neue Lager hier. Dann müssen wir quasi rechts hoch zu den Schnappern. Da sind ja die Schnapper. Wenn wir mit Schnappern hier fertig werden, weiß ich auch noch nicht. Wir haben jetzt Stufe 14. Das ist eigentlich viel zu unterlevelt für den Stand, den wir hier sind. Aber, wie gesagt, mich hemmt gerade irgendwie komplett hier meine Magiergilde, die ich mir ausgesucht habe. Jetzt mal vom Kleinsein hier abgesehen. Klein sein und ein bisschen gemein sein.
So, wir haben jetzt 30 Minuten gleich rum. So, das stellen wir uns jetzt hier hin. Und beim nächsten Mal, vielleicht habe ich inzwischen dann rausbekommen, wo wir das Bluterz herkriegen. Dass wir nicht direkt loslegen mit der Fokussuche, sondern erstmal das Erz holen. So, okay. Weil ich werde jetzt auch nicht stundenlang suchen hier. Ich meine, wir haben ja überall gesucht. Keine Ahnung. Ich könnte mir noch in der alten Mine, dass da noch ein Kapitelwechsel was gespornt ist, in den Händlerinventaren, weil würde Sinn machen, weil Mine, Erz und so weiter. Ja, okay. Gespeichert hatten wir. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Oh. Schaut doch mal in die Streams rein. Momentan sollten wir mit Götterdämmerung gestartet haben. Und natürlich bei 3x Safe Game auf dem Hafenstadtkanal. YouTube Hafenstadtkanal. Link in der Videobeschreibung. Müsste eigentlich drin sein, ich glaube ja. So, 3x Safe Game mit Ramon, Enno und mir. Ja. Und jetzt sage ich auf Wiedersehen hier. Ciao.